Heute wird mir vorgegeben, welche Kreatur ich als nächstes erledigen muss. Und diese muss wirklich als nächstes getötet werden. Denn wenn ich eine falsche Kreatur erwische, dann werde ich sofort sterben. Bedeutet, das Ganze kann heute entspannt werden mit Schweinen, Schafen, Hühnern und vielleicht mal einem Zombie. Kann aber auch in eine komplett falsche Richtung gehen mit dem Warden-Skelett, Pferden, Wandering Tradern oder einem Wither. Mein Ziel wird trotzdem sein, den Enderdrachen zu besiegen. Und das kann ich auch erst dann tun, wenn ich den Enderdrachen als Ziel bekomme. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit wir die 1,2 Millionen Abonnenten knacken können. Und schreibt in die Kommentare, welches Monster glaubt ihr, ist das wohl schlechteste, was ich in dieser Auswahl bekommen könnte? Viel Spaß mit diesem Video. Das hier nicht bereuen. Wir werden heute versuchen, Minecraft durchzuspielen, aber Minecraft wird mir dabei einen strengen, ziemlich strikten Plan geben, welche Kreaturen und welche Monster ich töten darf. Mir wird immer wieder eine Kreatur vorgegeben und ich darf nur diese einzige Kreatur töten. Und wenn ich das getan habe, bekomme ich die nächste Vorgabe. Und ihr wisst ganz genau, welche Kreaturen es rein theoretisch so geben könnte, die mir auf jeden Fall das gesamte Video versauen könnten. Daran wollen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so denken. Ich sage euch ganz ehrlich, wir starten rein. Und unsere allererste Kreatur, und ich habe bei solchen Sachen immer super viel Glück, unsere allererste Kreatur ist... ein bisschen Aim-Training. Ein Häschen, ne, das nehme ich doch dankend an. Okay, das kriegen wir hin. Und sobald wir diesen Hasen getötet haben, kriegen wir die nächste Kreatur. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auch gut aufpassen. Wir dürfen natürlich jetzt auch kein anderes Monster als einen Hasen töten. Wenn wir das tun sollten und jetzt einfach zum Beispiel einen Zombie töten, sterben wir. Das sollte dann auf jeden Fall nicht passieren. Sollte euch das Ganze, by the way, gefallen, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Like da lassen könntet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir mit diesem Video, ja, es wird ganz schön knapp, aber wir könnten vielleicht die 1,2 Millionen Abonnenten mit diesem Video hier knacken. Ich würde mich sehr freuen. Lass doch gerne ein Abo da. Ich muss aber noch mal ganz kurz ein bisschen über diese Challenge reden, weil es gibt ein paar Sachen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass wir in dieser Challenge nicht weiterkommen. Nämlich unter anderem, wenn ein Wither vor einem Wither-Skelett kommt. Es gibt noch eine andere Kreatur. Boah, ich frage mich, ob ich euch ein Rätsel lassen sollte. Und ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr von alleine drauf kommt, welche Kreatur es noch gibt. Wenn sie kommt, abgesehen vom Wither, welche mich auf jeden Fall sofort töten würde. Es sind eigentlich zwei. Eine Kreatur ist auch, by the way, ein Ender Dragon. Ein Ender Dragon darf auf gar keinen Fall vor einer Blaze kommen. Wenn das passiert, dann, ja, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Bitte lass mich das heute nicht machen. Ich will... also ich liebe es ja immer wieder in Minecraft zu grinden, ne? Und es ist immer wieder ein schöner... ja, es ist immer wieder schön, lange Zeit investieren zu müssen in Minecraft. Aber mal sehen, was das wird. Also unser Plan ist wie folgt. Wir brauchen Enderperlen. Die kriegen wir auch, wenn wir halt... also die, dazu müssen wir keine Enderman töten. Das ist alles recht entspannt. Wir brauchen aber dringend... Blazes, was bist du denn für eine unfassbar große, hohe Birke? Denn wenn wir einmal eine Blaze bekommen, müssen wir sie auf jeden Fall auch dringendst mit Looting 3 töten, damit wir auf jeden Fall so viele Blaze Rods wie möglich rausbekommen. Denn wenn wir zum Beispiel keine einzige Blaze Rod aus einer Blaze gedroppt bekommen, wenn wir schon das große Glück haben, eine Blaze zu bekommen, dann wäre das super ärgerlich. Denn, glücklicherweise, es können Monster auch wieder zurückkommen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hasen töte und danach einen Zombie oder so bekomme, könnte nach diesem Zombie auf jeden Fall wieder ein Hase kommen. Naja, könnte es sein, dass wir heute ein paar bekannte Gesichter mehrmals sehen. Es gibt aber auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter, die ich auf gar keinen Fall sehen möchte. Ich möchte ihre Namen wirklich nicht aussprechen, weil es mir einfach nur Pech bringen wird. Es wird mir so viel Pech bringen. Ich sag's auch nicht. Ich sag's wirklich nicht. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das, was wir jetzt vor uns haben. Und was wir vor uns haben, ist ein Hase. Den finden wir ehrlich gesagt in relativ vielen Biomen. In Wüsten, in auch zum Beispiel Snowy Plains und so. Den gibt es in warmen wie auch kalten Biomen. Da halten wir einfach die Augen offen. Aber wir müssen uns auch um Essen kümmern. Wir brauchen natürlich auch trotzdem solides Equipment. Wir sind zwar eingeschränkt, was Monster und Tiere und so weiter angeht, aber wir können trotz dessen alles andere machen. Wir können Eisen farmen, wir können uns Full Netherite an sich farmen, wir könnten, ja, also uns steht mehr oder weniger die Welt offen, aber nützt mir am Ende alles nichts, wenn ich am Ende Full Prot 4 mit Netherite-Rüstung bin, aber trotzdem irgendwie nicht den Enderdrachen besiegen kann, weil ich einfach die falschen Monster vorher bekomme. Die einzigen Monster, die wir, by the way, rausgenommen haben, sind Monster, die man nicht in Vanilla bekommen kann. Einen Giant, Illusionär und Zombie-Pferd. Oh, das ist aber dann langweilig. Nein, es ist nicht, weil wenn du es nicht schaffen kannst, dann ist halt echt kacke. Beispielsweise, ich könnte auch 12 Enderaugen haben und kann auch schon in den Stronghold hineingehen, auch ins End rein theoretisch, aber solange dort nicht oben Enderdrache als nächste Kreatur steht, kann ich nicht diesen Drachen besiegen. Das heißt, es könnte am Ende hier echt bedeuten, dass wir... was tue ich eigentlich? Also, was tue ich mir eigentlich jetzt schon wieder hier an? Es könnte am Ende bedeuten, dass wir halt einfach Tage in dieser Minecraft-Welt Monster töten und töten und töten und einfach nur hoffen, dass wir halt
den Innenraum bekommen. Lasst uns auch erstmal weiter gucken, dass wir uns ein bisschen equippen können, dass wir hier erstmal grundsolide am Start sind. Wir müssen dazu jetzt mal in Richtung Südosten. Das geht da lang. Und hier haben wir auch, by the way, eine Savanne. Dort wird wahrscheinlich unser Hase auf uns warten. Und ich sag euch ehrlich, bevor ich mich jetzt hier weiter OP equippe, sollte ich mich um das Häschen kümmern, oder? So, wir machen jetzt erstmal wieder einen auf Schatzjäger. Ich rieche was. Ich rieche eine Kiste. 4 Diamanten. Kein einziger Diamant. Was ist denn das für eine Mini-Savanne? Ich hab schon gedacht, alter Jackpot, dass wir so schnell an der Savanne kommen. Hase? Ich bräuchte ein kleines Häschen. Ja, also, wir finden jetzt gerade keine Hasen, weil es halt gerade Nacht ist. Und, wollte gerade sagen, ich muss euch ja nicht töten zwangsweise. Machen wir uns mal ein entspanntes Bett. So, und jetzt tagsüber könnten Hasen spawnen, ja? Aber es ist halt so eine super kleine Savanne, ne? Wir brauchen auf jeden Fall, ich nehme schon mal ein bisschen Eisen mit. Wir brauchen auf jeden Fall später ein Anvil. Wir werden in einem Dorf auch nochmal fleißig traden. Ja, ich sag euch ehrlich, Leute, ich gucke jetzt lieber weiter nach einer größeren Savanne oder so. Das ist mir alles ein bisschen, also das ist doch hier mini. Es wird ja wohl nicht am Hasen scheitern. Okay, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass wir fast 19 Minuten gebraucht haben, um einen Hasen zu finden. Aber, also, wir haben ihn noch nicht gefunden, aber wir haben ein Biom jetzt gefunden. In welchem? Der kleine Kollege spawnen kann. Und ich sage euch ehrlich, ich bin ein bisschen nervös, denn jedes einzelne Monster, das nach ihm kommen kann, könnte jetzt schon mein Ende bedeuten. Oder mir auf jeden Fall schon direkt einen... Stell euch vor, jetzt kommt direkt sehr früh eine Blaze. Wird bestimmt passieren. Wir hoffen einfach mal. Hase, Monster Nummer 1. Ich bin nicht bereit dazu. Ein Pufferfisch. Machen wir. Ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Denn wir sind hier direkt neben einem Korallenriff. Und da kann ich auch direkt mal einen Pufferfisch mitnehmen. Aber wie gesagt, es könnte auch eine Challenge sein, in der ich heute sehr, sehr häufig resetten muss. Ich will es nicht beschreien, aber es könnte passieren. So, hier haben wir übrigens die Übeltäter erstmal. Und ich sehe ihn direkt. Pufferfisch spotted. Hallo, kleiner Kumpel. Möchtest du mir eventuell ein bisschen Glück bringen? Also, wir sind auf einer Streak. Das sind alles machbare Monster. Alles super entspannt. Ein Drown passt auch direkt zum Wasser. Kann aber eventuell noch eine Weile dauern, bis wir halt wirklich jetzt Kreaturen bekommen, die uns was bringen. Also, wir brauchen dann mal so langsam eine Blaze. Wir werden jetzt so lange Monster töten, die uns dort vorgegeben werden, bis wir eine Blaze bekommen werden. Auf dem Weg dorthin werden wir uns aber auf jeden Fall auch um Looting 3 kümmern müssen. Aber Looting 3, sage ich euch ehrlich, wird das kleinere Problem. So, Kürbisse. Ja, klar, brauchen wir ja später auch. Wir wollen ja immer in Minecraft durchspielen. Ich nehme mal direkt mehrere mit, falls ein Snow Golem kommen wird. Man muss ja immer wieder an alle Kreaturen auch denken. Das kann ja heute auch ein knackiges Ding werden, ne? Vielleicht sind wir schon in ein paar Stunden... Also ich sag euch ehrlich, ne? Wenn wir das hier in unter 6 Stunden oder so schaffen, dann sind wir insane gut dabei. Ich meine, wie viele Kreaturen gibt es überhaupt, die jetzt rankommen könnten? Es sind ja über 60 Stück. Also die Wahrscheinlichkeit liegt ja ungefähr bei 2%, dass ich jetzt genau eine Blaze bekomme. Und ich muss ja sogar eine Blaze mehrmals bekommen. Oh. Yep. Ich habe mir da mal wieder was Tolles einfallen lassen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Wie gesagt, lasst doch gerne einen Like da. Würde mich sehr freuen, gerade für solche Challenges, die am Ende ein bisschen, naja, extremer werden könnten. So, Kollege Drowned. Es ist Zeit, dass wir miteinander tanzen. Also, das ist eine Metapher für ich werde dich töten. Aber nach dir kriege ich doch bestimmt etwas... Brauchbares. Unser allererstes Monster, was wir getötet haben. Und es geht weiter mit der Cow. Also, ich sag mal ehrlich, ich habe eine sehr gute Connection zu Kühen. Und ich weiß, dass Kühe... Hallo. Jetzt eine Blaze. Jetzt eine Blaze. Oder sowas in der Art. Wither Skelett. Ich habe kurz gezuckt, wenn dort nicht Skelett stehen würde, dann hätten wir auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem. Aber so ist es definitiv machbar. Und wir müssen jetzt das allererste Mal in den Nether. Dorf. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt direkt mal um Looting. Wenn ich so oft Wither Skelette bekomme, bevor ich Wither bekomme und dadurch halt die Möglichkeit habe, mir jetzt schon 3 Köpfe zusammenzufarmen. Niemals. Also wenn das so passiert, das würde ich auch nicht selber glauben. Ich sag euch ehrlich, ne, wir haben so viel Eisen. Wir machen uns mal ein Anvil. Und auch tatsächlich eine schicke Rüstung. Mensch, sieht gut aus an mir. Ich würde sagen, wir holen uns mal noch kein Looting 3. Weil ganz ehrlich, am Ende kommt jetzt nach dem Wither-Skelett irgendetwas nicht Machbares. Weil dann haben wir ja auch den Salat. Gut, dann gehen wir mal in den Nether. Hab irgendwie das Gefühl, dass das nicht das einzige Mal sein wird, dass wir hier reingehen müssen. Und das Ding ist halt, es geht ja nicht mal nur darum, dass wir in den Nether müssen. Wir müssen zusätzlich ja auch direkt nochmal eine Festung finden. Das macht das Ganze ja nochmal interessanter. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine schicke Base. Eine gute alte Treasure-Bastion. Und irgendwie, boah, mir juckt's halt in den Fingern da reinzugehen. Och, darf ich bitte in die Treasure-Bastion? Bitte, bitte. Also manchmal finde ich mich ja selber sehr anstrengend, ne? Aber dass ich mir jetzt gerade nicht verkneifen kann, hier zu looten. Ich habe, by the way, kein Holz. Oh ja, wird schon nichts passieren, ne? Schmeckt.
falls ihr euch gerade fragt, warum ich Goldblöcke farme, ja, wirklich Sinn hat es nicht gemacht. Aber hey, wir haben Netherite Ingot und 13 Goldblöcke. Hey, for free würde das, glaube ich, jeder von euch mitnehmen. Und jetzt kümmern wir uns auf jeden Fall um die Festung, Fragezeichen, irgendwo. Hey, eine zweite Bastion, danke, Minecraft, dass ich 20 Jahre nach einer Festung suchen darf. Da müssen wir jetzt aber nicht unbedingt rein, wir haben eh noch genug Gold. Ey, ich sag euch eine ganz kurze Sache, ne? Ich habe wirklich Netherite dabei, habe schon teilweise Dia-Rüstung, aber finde jetzt tatsächlich meine dritte Bastion. Aber auch keine Festung. Minecraft will mich heute auch ein bisschen leiden sehen, ne? Berlin ist für mich so... Oh Gott, ich habe nicht nachgedacht. Ich bin hier gerade im Reden. Ich hätte jetzt fast das Skelett gekillt. Bro, aber nochmal nachgedacht. Bro, du bleibst da jetzt drin für immer. Ich wollte eigentlich die Kisten holen. Hehe. So, sehr gut. Dia-Spitzhacke. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen an der Challenge vorbeispiele gerade, weil wir machen gerade Sachen. Also ich equippe mich hier sehr solid, aber Obsidian brauche ich ja jetzt auch einfach, damit wir hier wieder raus können ohne Probleme. Haben wir jetzt getan. Wir haben jetzt 10 Obsidian. Wir haben eine Dia-Spitzhacke. Sehr nice. Und jetzt suchen wir weiter nach der Festung. Aber ja, ich weiß, was die Challenge ist. Keine Sorge. Ihr müsst nicht denken, ich hätte es vergessen. Oh, eine Festung! Oh mein Gott! Bro, ich habe halbe Weltreise gemacht, habe jede einzelne Bastion gesehen, die es gab. Bin mittlerweile, weiß ich nicht, komplett eingedeckt in Dia und Netherite. Ja, ich habe einen Netherite Ingot, aber ich bin gut eingedeckt in guten Stuff. Hab zum Glück auch 10 Obsidian, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder zurücklaufen muss. Ja, glaub mir, das hätte ich jetzt nicht gerne gemacht. So, wo sind die Wither-Skelette, hä? Ich bin ready für euch. Wither-Skelett. Hallo. Okay, wir bleiben direkt mal im Nether und müssen jetzt in einen Crimson Forest. Und zwar, um einen Hoggy Hoglin zu töten. Alles machbar. Wir können jetzt gerne hier alle Nether-Kreaturen nach und nach abarbeiten. So kommen wir dann vielleicht ja auch immer näher zu einer ganz bestimmten Nether-Kreatur, welche ich unbedingt dranholen möchte. Crimson Forest mit ein paar schweinigen Vierbeinern wurde gefunden. Und ich bin sowas von bereit, Hoglins auseinanderzunehmen für die nächste Kreatur. Wir sind auch momentan gut in der Zeit. Also wenn das jetzt hier gerade so ein Force-Mob-Battle wäre, ich glaube, wir hätten eine gute, stabile Zeit. Come on, bitte jetzt was Stabiles. Was Stabiles! Ich meine, wir werden einen Totem bekommen. Wir müssen aber dafür eine Woodland Mansion finden. Kriegen wir hin, easy, ist gar kein Problem. Aber ja, das wird heute alles hier ein bisschen länger dauern. Leute, schnallen Sie sich an, ich präsentiere Ihnen. Ja, mal gucken. Mich würde selber interessieren, wie lange das dauert. Es wird eine Weile dauern, aber wir werden das hinbekommen. Ihr auf YouTube habt einen großen Vorteil. Ihr seht das Ganze direkt geschnitten. Gut, was brauchen wir? Wir nehmen eine Prise Sand. Warum Sand? Wir brauchen nämlich Glasscheiben. Und dazu farmen wir erstmal ein bisschen Sand. Dann werden wir roundabout ein Stack Emeralds brauchen. Wir haben schon 7. Und dann brauchen wir ein Dorf. Ein Kartografen-Table und ein Kompass. Und das wird dann eine gute Session. Kommt der Evoker nicht auch mit einem Raid? Das ist true. Aber versuch mal, einen Raid zu bekommen, ohne davor eine andere Kreatur als einen Evoker zu töten. Dorf haben wir. Sehr gut. Worüber ich mir jetzt nochmal eher Gedanken mache, ist eigentlich Redstone. Wir brauchen nämlich einen Kompass. Gehen wir gleich nochmal caven. Ja, oder halt einfach bei einem Cleric Train, True Dad. Ich mach mal ein bisschen Holz. Ich habe da einen Fletcher gesehen. Wir machen mal einen Stack. Weil wir gerade jetzt darüber reden, so über Villager und so, ich würde es irgendwie cool finden, seid mal ehrlich, wenn ein Fletcher in der Lage wäre, bei einem Raid mit einem Bogen zu schießen und neben dem Eisengolem mit zu verteidigen, fände ich ehrlich gesagt cool. Vielleicht overpowered oder so, aber man rein theoretisch, er ist halt sozusagen der Meister. Oh Bro, das tut immer so weh, ne? Alter, diese Karten. So, wir sind gleich fertig. Wo ist... Ah, bleiben Sie bitte stehen. Wir sind gleich fertig und haben... Wenn wir jetzt gleich einen Kompass haben. Auf jeden Fall eine Woodland Explorer Map. Den Kompass könnten wir verkaufen. Bräuchte denn aber aktuell noch einen Redstone? Das kriegen wir hin. Ey, ich hoffe, dass sich dieser Aufwand am Ende lohnen wird für den Evoker, ne? Alright, und wir gehen wieder nach oben. Dann, einen Kompass wollten wir machen. Den haben wir. Also, wir haben die Karte, die uns führt... Bro, halbe Gedicht. Die uns führt zum großen hölzernen Haus gelegen... In Zauberwald. Diesen erreiche ich dann. Dazu müssen wir erstmal in Richtung Südwesten. Und es kann sein, dass das jetzt eine weite Strecke sein wird. Aber wir haben es am Ende dann. Wir betreiben hier großen Aufwand. Also an, nur mal so. Wenn ich jetzt hier die Challenge wäre und so, ich würde mir jetzt danach, wenn wir diesen Evoker getötet haben, auf jeden Fall gönnen. Aber ja, Evoker auf jeden Fall machbar. Und das tun wir jetzt auch. Auf geht's. Come on. Wir nähern uns dem Ziel. Es war eine lange Reise. Wir stehen mittlerweile bei 2 Stunden. Unser Equipment, es ist halt solid. Aber so richtig was, womit man Minecraft durchspielt,
spielen kann, haben wir jetzt noch nicht so. Aber ich sag euch ehrlich, sobald das allererste Mal dort oben Blaze steht und ich da mit einem Looting 3 Schwert in den Nether gehe und mir da 4 Rods droppen kann und dann direkt 8 Augen crafte und ich mir dann schon den Stronghold suche und direkt wie ein Gewinner vorm Portal stehe und dann nur noch warten muss, bis dort irgendwann mal der Drache steht. Ich sehe schon vor mir. Leute, das hier kann erstmal weg. Wir haben jetzt etwas vor. Ach, ja, mein Leben in a nutshell. Wir müssen jetzt auch den Kollegen töten. Ne? Also ist jetzt nicht nur halt, ja, okay, wir wissen jetzt, wo Evoker sind. Wir müssen es jetzt trotzdem hinbekommen. Denn das Wichtige ist, wir dürfen ja jetzt trotzdem keine anderen Kreaturen töten. Erstmal kümmern wir uns hier drum. Ja, also für Leute, die gar nicht wissen, ja, was ist denn los? Das sieht aus wie so ein kleines Stückchen Code von einem Enderdrachen. Nee, da ist tatsächlich ein Diablock drin. Habe ich in 63 Mansions ohne Crafting Table mal in einem Projekt gesucht. Kann ich euch nur empfehlen. Oh, das ist geil. Da ist ein Evoker. Also, er wird Wächse spawnen. Wenn diese Wächse kommen, bin ich vorbereitet. Mit Boten. Haben wir! Und es ist mal wieder Zeit für eine Kuh. Oh Gott. Da ist wohl noch ein anderer Evoker am Start. Ja, wir haben, by the way, einen Totem of Undying. Und wir sollten uns erstmal vielleicht ein bisschen distanzieren von diesen Wächsen. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch sagen, yo, geh doch mal die gesamte Mansion looten. Was kann da jetzt halt groß drin sein? Wir könnten jetzt noch ein paar Goldäpfel finden. Wir könnten Dia-Blöcke finden, die wir eh schon haben. Wir gönnen uns. Boah, wobei, to be honest, sollte ich mir eher eine Dia-Axt gönnen, oder? Und einen Enchanter und so. Ja, machen wir. Enchanter, Dia-Axt. Boah, man lebt nicht schlecht, ne? Und jetzt nochmal schicke Boots. Alter, ich sehe nice aus. Aber darum geht's nicht in der Challenge. Also, gut aussehen, immer gerne. Aber jetzt geht's erstmal darum, eine Kuh zu töten. Bitte. Danach muss jetzt was Ordentliches kommen. Bitte, was Machbares. Aber auch vielleicht eine Blaze? Ein Snow Golem. Ich habe es am Anfang noch gesagt. Extra dafür Kürbisse mitgenommen. Und Schnee haben wir auch direkt in der Nähe. Gehen wir mal zurück in Richtung unserer Menschen. So, 2 Schneeblöcke. Kombinieren wir das Ganze mit einem wunderbaren Kürbis. Erschaffen wir den Snow Golem. Snow Golem, jetzt mach keine Faxen mit mir, ne? Oh nein, ich werde es nicht überwinden. Ach Mann. Es tut mir leid für Froggy Frogsen. Es geht auf in Richtung eines Sumpfes. Auf geht's. Ich kann nicht. Aber ich muss alles für die Blaze. Boah, tut mir leid, oder? Dia Sharp 1 interessiert ihn nicht. Oh nein. Es wird noch schrecklicher. Jetzt muss ich noch die Babys töten. Und vor allem auf Nacht warten, bis Slimes spawnen. Naja, kein Problem. Wo sind die Slimes? Wir brauchen Slimes, um jetzt erstmal Frösche. Das ist so schrecklich. Wir müssen die Frösche erstmal. Ja, wir müssen sie erstmal füttern, damit sie halt dann Kinder machen. Oh mein Gott. Ich kann keine Slimes töten. Wir müssen irgendwie anders in Slimeballs kommen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war, Digga, nein. Wir machen das nicht mit Pandas. Nein. Aber es ist möglich. Okay, was gibt's noch für Optionen? Irgendein anderes Monster tötet das. Wenn wir einen Eisengolem auf einen Slime schicken, droppt der nicht Slimeballs, weil es kein Playerkill ist. Die Frösche essen die Slimes. Gibt es Slimebots in keiner Kiste? Okay, auf jeden Fall in keinen Kisten, ja. Eisengolem ist halt kein Player-Kill. Und wenn er trotzdem droppt, dann ist das ja eigentlich Big Jackpot. Das wäre bei einer Blaze nämlich zum Beispiel nicht so. Ja, oder wir bringen halt direkt Slimes zu Fröschen. Es könnte ja rein theoretisch jetzt ein kleiner Slime spawnen. Diesen kleinen Slime bringen wir dann zu einem Frosch. Die Frösche töten diese kleinen Slimes und es droppen Slimeballs. Diese Slimeballs verwenden wir, um die Frösche zuvor zu pflanzen und haben am Ende dann Kaulquappen. Das ist ja der natürliche Lauf des Ich habe ja dann nichts gemacht. Ich habe ja keinen Kill verursacht. Basically, that's it. Da müssen wir jetzt aber einfach nur hoffen, dass jetzt kleine Slimes mal spawnen. Oder generell überhaupt mal Slimes spawnen, weil bis jetzt ist hier noch gar nichts gespawnt. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier Gedanken machen, wann wir Slimes bekommen. Und wenn das alles nichts nützt, werden wir im Notfall Pandas breeden und hoffen, dass wir Slimeballs von deren Näschen bekommen. Das erinnert mich aber an Aktionen, die ich eigentlich nicht nochmal in meinem Leben machen wollte. Wichtig zu erwähnen ist, ich werde natürlich jetzt nicht einfach einen Slime in Lava stecken und sagen, yo, ich hab ihn nicht getötet und sagen, hey, also Bro, wenn wir es so machen, dann ergibt die ganze Challenge keinen Sinn. So, was wir jetzt machen ist, wir warten jetzt auf die nächste Nacht und wir halten eine Sache fest. Es ist möglich, dass Baby-Slimes spawnen, genauso wie große Slimes.
Was wir jetzt aber machen können, wir müssen jetzt warten, bis wieder Nacht ist, mehr Slimes spawnen können. Und wir müssen eben hoffen, wir dürfen ja keine großen Slime töten, dass da halt die Slimes immer kleiner werden. Wir müssen hoffen, dass natürlich direkt kleine Slimes spawnen. Und diese kleinen Slimes werden gefressen von Fröschen. Das Glückliche an der Sache ist, dass sie dann trotzdem Slimeballs droppen, welche wir dann benutzen können, um die Kollegen hier zu breeden. Das heißt, jetzt erstmal Bäume abbauen, die Fläche erweitern, maximieren, in welcher dann Slimes spawnen können. Und hoffentlich kleine und nicht große. Wir brauchen kleine, keine großen. Leute, ich präsentiere Ihnen einen natürlich gespawnten Zombie-Villager im Sumpf. Sieht aus wie Frankenstein. Ja. Der wirklich, der Kleine. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Oh. Geh rein. Nein, nicht du. Oh, El Pequeño. Okay, alles gut. Wir haben Zeit. Er wird nicht despawnen, solange wir in seiner Nähe sind. Sehr gut. Also, wir sind nicht weit entfernt von unserem allerersten Slimeball. Let's go. Hallo. Bitte friss diesen kleinen Slime. Ich darf ihn nicht töten, aber du darfst ihn fressen. Ich brauche Slimeball. Bro, ich dachte gerade Fire Aspect, ne? Ich habe dir Essen gebracht. Bitte nimm es an. Basti, du brauchst zwei. Bro, ich weiß. Let's go! Slimeball number one. Ohne ein Monster getötet zu haben. Ich war es nicht. Alright, eine Nacht, ein Slimeball. Passt doch, gute Ausbeute. Oh! Kleiner Kollege. Bro, ich brauche einen Frosch. Ich brauche einen Frosch. Das ist ein Notfall. Gleich rufen die Nachbarn dann nur. Froggy, ich habe ein bisschen Essen für dich. Lass es dir bitte schmecken. Lass es dir bitte schmecken. Unser zweiter Slimeball. Let's go! Zwei Slimeballs für Basti. Oh mein Gott, Alter. Das war auch echt ein Krampf, ey. Wir haben es aber. Let's go! So, einmal schlafen legen. Bitte weg. Ich möchte euch nicht töten. Ich habe nichts mit euch zu tun. So, hallo, ihr zwei. Einmal, zweimal. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und wir sind dafür verantwortlich. The Parrots and the Bats. Oder simpel gesagt, die Frösche. Möchtest du eventuell dein Laich ablegen? Danke. Oh mein Gott, Bro, ich hab... Alter, ich hätte geweint, wenn der jetzt einfach nichts gemacht hätte. Gut, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Kollegen da einmal schlüpfen. Das kann ein bisschen dauern. Hier wird's passieren. Und wir gehen in der Zwischenzeit... Traden. Traden mit den Jungs. Das macht Spaß. Alright. Wir haben jetzt fleißig getradet, haben ordentlich Emeralds, falls wir uns mal ein Looting 3 Schwert machen müssen für eine Blaze. Oder beispielsweise mal Enderperlen farmen müssen bei einem Cleric, um dann alle Enderaugen uns zu craften. Davor sollten wir uns auf jeden Fall aber erstmal um unsere Kaulquappe kümmern. Diese sollte jetzt mittlerweile ausgewachsen sein und auf uns warten. Wichtig ist, by the way, jetzt auch, dass wir jetzt nicht zu lange warten, weil am Ende ist dann Frosch und keine Kaulquappe mehr. Das wäre... Alter, wird das scheiße. Hallo, Kaulquappe! Oh mein Gott, 3 Stück. Alright, Leute, wir haben selbst das geschafft und haben jetzt... Oh, ich muss zurück zum Mansion. Ich weiß nicht, wo sie war. Keine Ahnung. Ich habe die Karte weggeworfen. Oh mein Gott, Alter. Ja, es tut weh und es wird teuer. Aber, I mean, wir haben es ja. So, Woodland Explorer Map, die zweite. Es wird Zeit für eine zweite große Expedition. Woodland Explorer Map, da ist sie. Eine weitere Reise beginnt für einen Vindicator. Let's go! 4 Stunden spielen wir das schon. Und dann aufgeben ist lange noch nicht gedacht. Leute, ihr wollt mir jetzt nicht gerade erzählen. Ist in diesem Zauberwald bitte jetzt nicht schon die Woodland Mansion? Weil wenn ja, dann sind wir 500 Blöcke gelaufen vom Dorf. Legit 500 Blöcke. Oh nein, der Kreis ist mir leider ein bisschen zu groß. Plus bewegt er sich auf der unteren Achse schon viel zu schnell. Bro, dann hätte ich ja einfach... Wenn einfach kein Dorf hier gewesen wäre, ich hätte niemals getradet. Wenn dort das Dorf nicht gewesen wäre... Nee. Oh. Nee, Bro. Oh mein Gott, ich bin... Oh mein. Ey, Bro. Ist das dumm. Ich habe jetzt gerade unnötig 70 Emeralds ausgegeben. Aus Versehen, by the way. Ich habe nochmal... So dumm. Ich habe 42 Emeralds nochmal unnötigerweise getradet. Ja, das ist unsere zweite Woodland Mansion. Diesmal müssen wir keinen Evoker töten, sondern haben noch, ja, mit einem Vindicator etwas auf jeden Fall Einfacheres. Sollten ihn aber auf jeden Fall nicht unterschätzen. Kann auf jeden Fall sehr schnell gehen. Aber zumindest spawnt er keine anderen Monster, die durch Blöcke fliegen können. Bro, wir haben einen Anvil. Come on, it's time. To shine!
Enderman! Wir werden Minecraft langsam durchspielen können, denn jetzt kommt ein Enderman. Wir könnten Enderpearl auch anders ranholen, aber trotzdem etwas Positives. Und wir werden uns definitiv jetzt aber auch, wir holen uns natürlich ein Looting 3 Schwert, denn das werden wir früher oder später eh brauchen, um Minecraft durchzuspielen mit Blazes. Und für den Enderman kann es ja auch nicht schaden. Deswegen, ja, suchen wir uns ein Dorf. Top. Jetzt brauchen wir nur wieder Emeralds, weil wir müssen ja auch trainen. Auf geht's. Bro, voll nice ist das Dorf, ne, wie es in einer Reihe ist. Oh Junge, hier ist ja noch ein Haus. Nochmal Labyrinth. Gut, 42. Hoffen wir mal, dass es reicht. Silk Dutch. Zu teuer. Voll Angst, immer genau diesen einen Villager zu critten, den ich schon angehauen habe. Looting 1 für 18, Digga. Perfekt, wir haben genau 42 Emeralds. Und das ist genau der, den ich schon gedamaged habe. Alright, Looting 3 ist jetzt auch dabei. Sehr, 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 sehr gut. Ja, dann packen wir uns das jetzt mal aufs Schwert. Looting 3. Jetzt schaffen wir das 1. Sieht sehr traurig aus. Aber erfüllt definitiv seinen Zweck. Und wir warten jetzt entweder bis Nacht ist oder wir suchen jetzt nach einem Lavasee, um in den Nether zu gehen. Und wenn wir das erledigt haben, hoffen wir, dass wir einen Enderman irgendwo sehen. Regen macht sich jetzt nicht so gut. Ja, deswegen sollten wir doch vielleicht lieber in den Nether gehen. Lavasee. Ich habe ein gutes Gefühl und sehe mich direkt im Warp Forest. Auf geht's. Ja, ich wusste das. Alright. So, mein Liebster. Drei Enderperlen. Und ein Silberfisch. Ja, ist machbar. Definitiv machbar. Wir müssten dafür nur in eine bergige Region. Da wäre eine Festung. In eine bergige Region. Einen Iglo könnten wir suchen. Oder halt einen Stronghold finden. Also ein Silberfisch. Es gibt Infested Stones in einem Iglo zu 100%. Es gibt aber auch Infested Stones in beispielsweise Peaks Biom. Früher in Extreme Hills halt immer wieder, oder generell in Mountains Biom, gab es immer wieder Steine. Wenn du die abgebaut hast, dann ist ein Silberfisch gekommen. Voll viele dachten dann immer, dass dort ein Stronghold sein muss. Lag aber immer nur daran, dass es halt ein bergiges Gebiet war. Das ist immer noch so in Minecraft. Und ich tendiere fast schon eher zur Variante Extreme Hills. Aber ich würde einfach gucken, was wir jetzt als nächstes finden. Und je nachdem, wenn wir jetzt halt ein kaltes Biom finden mit einem Snowy Plains, suchen wir uns ein Iglo, finden wir jetzt große, hohe Berge, suchen wir dort nach Infested Stones in der Erde. Ist ein Witz, ne? Ich bin gerade auf der Suche nach einem Biom für den Silberfisch. Und jetzt finden wir eine Mansion. Die dritte. Und die ohne Karte. Es ist halt alles so ein... Es ist so typisch. Es ist so typisch. Es passt so gut, aber auch zu allem, was wir immer wieder in Minecraft machen. Mich würde es nicht wundern, wenn... Weiß ich nicht. Ich gleich als nächste Abfrage dort oben zu stehen habe. Wandering Trader und dann neben mir ein Skelettpferd einschlägt. Sowas in der Art. Ey! Falls wir sie mal brauchen werden. Wer weiß. Sie wird vielleicht heute noch kommen. Wir sind auf alles vorbereitet. Ach... Super. Falls wir vielleicht noch eine ganz andere Kreatur heute treffen müssen. Na, dann graben wir uns jetzt mal runter. Dann gehen wir mal runter für 50 oder so. Oh! Infested Stone. Wir haben's. Silberfisch, kommen Sie her! Der spawnt nicht immer aus den Blöcken, ne? Der wandert. Ah, das heißt, er ist jetzt... Und irgendwann muss er rausgehen, oder was? Let's go! Wir haben den Silberfisch. Oh mein Gott, Bro. Der ist gerade sowas von vor mir abgehauen. Ein Skeleton. Das steht noch auf meiner Liste. Perfekt. Es ist jetzt auch nochmal Nacht. Und da haben wir unseren nächsten Gegner. Skelett. Es war schön mit dir. Es war schön mit dir. Es war so klar, dass das noch passieren wird. Wir fahren auf den Ozean und bereiten für Tommy eine Fläche vor. Ha, falls ihr euch erinnert, mir kam gerade eine Idee. Wir haben ja vorhin noch was gefunden und dieser Pfund war auch schon letztens bei einer Challenge sehr, sehr praktisch und dort werden wir jetzt hingehen. Yeah. Okay. Boah, ich hab's gespürt, dass ich da... Was? Was, 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 was? Wieso kann ich da nicht langlaufen? Da ist einfach ein Ghast. Bro, da ist ein Ghast in der Bastion. Ein Ghast in der Bastion. Bro, er bewegt sich auch nicht. Wie kann es denn sein? Mein Blind Travel auf der Bastion. Jetzt ist hier einfach ein Ghast.
Ich darf ihn vor allem jetzt auch nicht töten, ne? Also das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig. Unfassbar. Sowas ja auch noch nie gesehen. Guckt euch das mal von der Seite hier an. Gut, dann, wenn ich mir die Koordinaten richtig gemerkt habe, sollten wir jetzt ungefähr circa hier rauskommen. Und zwar ganz genau dort, wo ich hin möchte, um auf jemanden zu warten. Ja, so halb. Und zwar, ich habe was vor. Wir werden warten. Eine lange, lange, lange Zeit müssen wir wahrscheinlich warten. Aber es ist eine ganz gute Taktik. Denn auf dieser Insel wird nichts anderes spawnen als ein Wandering Trader. Es können keine Monster spawnen, denn Mycel Island verhindert dies. Wenn ich einen Block über mich baue und nicht schlafen gehe, wird auch kein Phantom spawnen. Das heißt, das Einzige, was dort am Ende kommen wird, ist ein Wandering Trader inklusive zwei Lamas. Und das ist dann der große, große Plan. Was danach kommen wird, werden wir sehen. Aber das wird jetzt erstmal aus vielen Stunden Warten bestehen. Für euch wird das am Ende aber nur eine knackige Timelapse. Sehr gut, AFK-Zeit!